Eduard Rosé und Eduard Wirz. Sie sind sich nie begegnet und doch sind ihre Leben miteinander verwoben. Im Strudel, in den Deutschland nach Hitlers Machtergreifung gerät. Jetzt in der MDR-Zeitreise. Liebste Emma, ich bin überzeugt, dass du bei dem billigen Leben in Weimar noch was ersparen wirst. Eduard wird gewiss alles dazu tun, damit der Kontrakt am 1. März in einen lebenslänglichen umgewandelt wird. Bis dahin werde ich allerdings in größter Unruhe sein. Er soll nur fleißig üben. Und da wird ihm die Zeit im August in Weimar gut kommen. Weimar soll ja ein Garten sein, wie ein Sommeraufenthalt. Herzlichst, eure Justie. Es sind liebevolle Briefe, die Justine Mahler-Rosé ihrer Schwester Emma Zeit ihres Lebens schreibt. So auch im Jahr 1900, als Emma Mahler-Rosé mit ihrem Mann Eduard Rosé in Weimar ankommt. Eduard Rosé war ein Künstler von einer ganz besonderen Qualität, ein ausgezeichneter Cellist, der am Wiener Konservatorium studiert hatte, zusammen mit seinem Bruder Arnold und zusammen mit Gustav Mahler. Gustav Mahler, schon damals ein gefragter Komponist, und Justines und Emmas Bruder ist es auch, der seinem Schwager Eduard Rosé die Stelle als Konzertmeister im Orchester des Großherzoglichen Theaters in Weimar verschafft. Die Rosés leben sich ein in Weimar, sind über 20 Jahre eine feste Größe im Kulturleben der Stadt. Sie sind getaufte Protestanten. Ihre jüdische Herkunft nie ein Thema, bis zum Erstarken der Nationalsozialisten. Bernhard Post ist während seiner Arbeit als Leiter des Landesarchivs Thüringen auf Eduard Rosé gestoßen, hat dessen Leben in Weimar nachgezeichnet. Rosé ist ein begeisterter Kaffeehausbesucher, verbringt seine Tage hier im Café Resi. Selbst noch zu einer Zeit, als Juden in Cafés eigentlich schon nicht mehr bedient werden dürfen. Er versuchte das einfach nicht wahrzunehmen. Er sagt, ich bin Künstler, ich kümmere mich nicht um politische Dinge, ich lebe mein Leben. Und er versuchte das einfach auszublenden. Also was für uns heute kaum vorstellbar ist, wie man das machen kann. Und trotzdem wurde sein Leben natürlich immer schwieriger, dadurch, dass er zum Beispiel sein Rundfunkgerät abliefern musste als Jude. Er saß, wie wir von Zeitzeugen wissen, abends gerne vor seinem Radiogerät und hörte Konzerte im Radio. Er musste sein Rundfunkgerät abgeben, solche ganz simplen Maßnahmen. Maßnahmen, die Juden immer konsequenter ausgrenzen. In Thüringen ist die NSDAP schon in den 20er Jahren eine feste Größe. Dafür verantwortlich ist vor allem er, Fritz Saukel, ein glühender Verehrer Adolf Hitlers und seit September 1927 Gauleiter. Bei der Landtagswahl 1929 holt die Partei dank seiner Propagandaarbeit 11,3% der Stimmen. 3 Jahre später triumphiert die NSDAP mit 42,5%. Zur Belohnung ernennt Hitler Saukel Ende 1932 zum Regierungschef in Thüringen. Thüringen war gewissermaßen eine Art Experimentierfeld für die Nationalsozialisten. Dazu muss man sagen, dass die Bevölkerung in Thüringen außerordentlich zugänglich gewesen ist für die nationalsozialistische Ideologie. Das betrifft sowohl das Bürgertum, insbesondere auch in Weimar, das reaktionär, deutschnational geprägt war. Das betrifft aber auch die ländliche Bevölkerung, insbesondere im Thüringer Wald, die sich in den späten 20er Jahren von den Arbeiterparteien SPD und KPD abgewandt und den Nationalsozialisten zugewandt hat.
Am 30. Januar 1933 schließlich sichert sich die NSDAP die Macht über ganz Deutschland. Hitler wird zum Reichskanzler ernannt, zelebriert den Tag als Machtergreifung. Machtergreifung ist ein nationalsozialistischer Begriff. Er suggeriert, dass die Nazis die Macht ergriffen haben, sozusagen von sich aus die Macht im Deutschen Reich übernommen haben. De facto wurde ihnen die Macht übergeben. Und zwar von Beratern rund um den greisen Reichspräsidenten von Hindenburg, der überredet wurde, per Notstandsdekret die Reichsregierung an Hitler zu übergeben. Die Berater, das sind die konservativen Parteien. Sie bleiben im Kabinett, wollen den Demokratiefeind Hitler so unter Kontrolle halten, wollen gleichzeitig aber auch sein Charisma nutzen, um ihre Pläne umzusetzen, Deutschland aus der Wirtschaftskrise zu führen. Sie wissen um Hitlers Beliebtheit beim Volk. Man muss tatsächlich es so formulieren, dass die meisten Deutschen oder zumindest die überwiegende Mehrheit die nationalsozialistische sogenannte Machtergreifung freudig begrüßt hat. Eine Minderheit aus SPD und KPD hat aktiven Widerstand geleistet, wurde aber vom nationalsozialistischen Polizeiberater, aber auch von der SA, die als Hilfspolizei eingesetzt wurde, brutal unterdrückt. Am vierten Tag im Amt gibt Hitler seine erste Regierungserklärung. Binnen 4 Jahren muss die Arbeitslosigkeit endgültig überwunden sein. Außenpolitisch wird die nationale Regierung ihre höchste Mission in der Wahrung der Lebensrechte und damit der Wiedererringung der Freiheit unseres Volkes sehen. Wir Männer dieser Regierung fühlen uns vor der deutschen Geschichte verantwortlich für die Wiederherstellung eines geordneten Volkskörpers und damit für die endgültige Überwindung des Klassenwahnsinns und Klassenkampfes. Die nationalsozialistische Gesellschaftsordnung war eine Gesellschaftsordnung, die radikal rassistisch strukturiert war und im Grunde auf 2 Säulen stand. Die eine Säule nannte sich Volksgemeinschaft, die von den Nazis propagiert wurde, in der es vermeintlich keine Gegensätze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gab, in dem es vermeintlich keine Gegensätze zwischen Süd und Nord, Ost und West gab. Ein sozialharmonisches Modell, dessen Integrationskraft darauf basierte, dass bestimmte Menschen ausgeschlossen waren. Also es war Integration durch Ausgrenzung. Und das war die 2. Säule, auf der die NS-Gesellschaftsordnung stand, nämlich Ausgrenzung, Verfolgung und Mord am Ende derer, die nicht zur propagierten Volksgemeinschaft zählten. Das waren politische Gegner, insbesondere aus der SPD und der KPD. Das waren Sinti und Roma und das waren vor allen Dingen die Juden. Der Antisemitismus war eine der Kernideologien der Nationalsozialisten. Die Familie Rosé in Weimar bekommt das zu spüren. Eduard Rosé darf nur noch jüdische Schüler im Cellospiel unterrichten. Sein Sohn Ernst, Schauspieler am Theater, bekommt nur noch vereinzelt Rollen. Die ohnehin schon prekäre finanzielle Lage der Familie verschlechtert sich massiv. Ernst Rosé bittet beim Generalintendanten des Theaters um Unterstützung. Vergeblich. Ich habe mit Ihnen noch nie über meine geradezu desolate wirtschaftliche Lage gesprochen. Ich möchte mir aber erlauben, heute ein paar Worte darüber zu sagen. Von der auf ein Minimum gekürzten Pension meines Vaters sind wir buchstäblich nicht mehr imstande, für 4 Personen, meine Eltern, meine Frau und mich, nur die dringendsten Lebensnotwendigkeiten zu bestreiten. Ernst Rosé geht dann Ende der 30er Jahre nach Wien, weil er hofft, in Wien andere Möglichkeiten zu finden. Aber das zerschlägt sich ja dann auch nach dem Anschluss Österreichs, als dort auch die Nazis an die Macht kommen. Liebste Tante Justine, ich freue mich herzlich auf euch alle und danke euch, dass ich bei euch wohnen kann.
Liebe Ostergrüße dir und Onkel Arnold. Euer Ernst. Tante Justine, also Justine Mahler-Rosé, ist mit Arnold Rosé verheiratet, Eduards jüngerem Bruder. Arnold Rosé ist Geiger und spielt bei den Wiener Philharmonikern. Sie haben eine Tochter, Alma, auch sie eine begabte Künstlerin. Schon früh bezaubert Alma Rosé durch ihr hinreißendes Violinenspiel, tritt häufig mit ihrem Vater Arnold auf. Im März 1938 erfolgt der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Das feindliche Klima gegenüber Juden spürt man nun auch hier. Ernst Rosé gelingt es nicht, als Schauspieler Fuß zu fassen. Er flieht in die USA. Alma Rosé hat weniger Glück. Auf Umwegen gelangt sie nach Holland, wird dort verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Letzten Endes waren die Konzentrationslager ab der zweiten Hälfte der 30er Jahre die Stätten, in die genau die Menschen eingewiesen wurden, die nicht zur sogenannten propagierten Volksgemeinschaft gehörten, die als Gemeinschaftsfremde bezeichnet wurden. Das waren politische Gegner, das waren sogenannte Kriminelle, das waren Homosexuelle, das waren sogenannte Asoziale. Und dann ab 1937, 38 zunehmend auch Juden und Sinti und Roma. Auschwitz ist dabei eine neue Eskalationsstufe im Plan der Nationalsozialisten, den sogenannten Volkskörper zu reinigen. 1940 zunächst als Konzentrationslager eingerichtet, wird es ab Oktober 1941 um das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau erweitert. Bis zur Befreiung der Lager am 27. Januar 1945 ermorden die Nationalsozialisten hier mehr als 1 Million Menschen. Alma Rosé kommt im Juli 1943 nach Auschwitz, wird zunächst im Block 10 interniert. Teresa von Torcice ist Historikerin in Auschwitz, hat sich viel mit den Frauen im Lager beschäftigt. Alma Rosé blieb einige Zeit im Block 10. Leider sind die Dokumente dazu vernichtet worden, das heißt, wir wissen nicht, wie lange. Eines Tages kam die Frage dort auf, ob jemand Geige spielen könne, und Alma Rosé meldete sich. Da wurde sie von einer Mitgefangenen erkannt, die mal auf einem von Rosés Konzerten in Holland war. W tym czasie zaczęto organizować orkiestrę żeńską. In Birkenau wurde zu dieser Zeit gerade ein Frauenorchester aufgebaut. Und als sich herausstellte, dass es so eine herausragende Musikerin im Lager gab, wurde Alma Rosé nach Birkenau verlegt und mit der Aufgabe betraut, die Häftlingskapelle, also das Frauenorchester in Birkenau, zu leiten. Aus heutiger Sicht ein Glücksfall für die junge Frau. Denn die Bedingungen für die Musikerinnen in Birkenau sind etwas besser. Zudem entgeht sie den grausamen Versuchen der Lagerärzte, unter denen die Frauen im Block 10 zu leiden haben. Der ranghöchste von ihnen ist zu dieser Zeit Dr. Eduard Wirz, Standortarzt in Auschwitz. Er tritt seinen Dienst im Juli 1942 an. Lekarz. Er als Arzt entschied darüber, wann die Gaskammern geöffnet wurden.
Er prüfte, ob sich noch jemand bewegt. Er schaute, wie die Situation war und entschied dann über das weitere Vorgehen. Der Standortarzt entschied auch über die Bestellung von Zyklon B, also dem Gas, das zur Vergiftung verwendet wurde, zur massenhaften Ermordung in den Gaskammern. Der Standortarzt hatte also weitreichende Kompetenzen. Eduard Wirz überwacht auch die medizinischen Experimente an den Frauen in Block 10. Ob er hier auch selbst Eingriffe vornimmt, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass er seine Stellung ausnutzt, um seinem Bruder, Gynäkologe an der Frauenklinik Hamburg-Altona, zu helfen. Helmut Wirz widmete seine Arbeit vor allem der Erforschung von Gebärmutterhalskrebs. Wir wissen, dass sich während des Zweiten Weltkriegs viele deutsche Ärzte darum bemüht haben, in den Konzentrationslagern forschen zu dürfen. Das war ein sehr bürokratischer Prozess. Hätte er einen Antrag, sagen wir, in Ravensbrück gestellt, wäre der vermutlich abgelehnt worden. Hier aber durfte sich Helmut Wirz unter den inhaftierten Frauen die raussuchen, die von Interesse für seine Forschungen waren, denn sein Bruder war ja Standortarzt. Es wurden auch Proben entnommen und nach Hamburg geschickt für weitere Forschungen. Eduard Wirz stammt aus Gerolzhausen, einem kleinen Ort bei Würzburg. Gunther Erhardt ist hier Bürgermeister. Er spüre eine besondere Verantwortung in Bezug auf die Verbrechen der Nationalsozialisten, sagt er. Seit einiger Zeit steht am Bahnhof von Gerolzhausen der Denkort zum Gedenken an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die von hier aus deportiert wurden. Das waren unsere Nachbarn. Und wenn man das auf die heutige Zeit sich überlegt, der Nachbar geht weg, verabschiedet sich noch und sagt dann, oh, ich habe jetzt eine weite Reise vor mir, und irgendwann mal kommt dann raus, der ist umgebracht worden. Und von daher gesehen war das uns ganz wichtig. Erhardt ist froh über das Denkmal. Denn in der Vergangenheit dominierte seiner Ansicht nach viel zu häufig dieses Denkmal die Gespräche. Hier stehen die Namen der Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs aus dem Ort. Ein heller Fleck an der Stelle, an der bis vor einiger Zeit noch ein Name in Stein gemeißelt war: Dr. Eduard Wirz. Ein großes Diskussionsthema im Dezember 2020, als wir Gerolzhausen zum ersten Mal besuchen. Wie umgehen mit dem Denkmal, ist damals die Frage. Die Gemeinde ist verunsichert. Es ist nicht damit getan, dass es einfach rausgeklopft wird. Das ist für mich das Wichtige. Klar, vielleicht ist dann die Lösung, dass man sagt, oh, das muss jetzt entfernt werden. Aber mir kommt es auf den Weg dorthin an. Nicht durch so eine einzelne Tat, Sühnetat und jetzt, um vielleicht nur extremer Ablasshandel, und dann habe ich damit das erklärt, es ist einfach ein Fortgang. Am Ende haben sie den Namen doch rausgeklopft, aber nach ausführlichen Diskussionen im Gemeinderat. Kein einfacher Weg. Am Eingang hängt nun eine Tafel, die das Denkmal einordnet. Dafür haben sie sich Hilfe vom Auschwitz-Komitee geholt. Den Namen Eduard Wirz sucht man nun vergeblich. Wir haben das Ganze ja der ganzen Welt zur Verfügung gestellt übers Internet. Und da ist der Name, ist da vorhanden. Und da kann jeder drauf schauen und kann jeder die Geschichte nachlesen, was da war. Von daher gesehen, ja, ich halte das jetzt im Nachhinein erst recht für den richtigen Weg, ja. Wohl auch, weil es inzwischen keine Zweifel mehr daran gibt, wie überzeugt Eduard Wirz von der NS-Ideologie war.
Hier in Jena bewirbt er sich 1936 für ein Praktikum an der Universität, wird dann Assistenzarzt. Stärkstes Interesse für Erbgesundheit und Rassenhygiene bekundet er in seiner Bewerbung. Stefan Gerber leitet das Archiv der Universität, hat in den Beständen die Personalakte von Eduard Wirz gefunden. Der ist einer der vielen Hunderttausend, die nach der Machtergreifung begeistert die Diktatur unterstützten, seit 1933 Mitglied der NSDAP und SS. Diese Zuverlässigkeit führt dann offensichtlich auch dazu, dass Wirz im Sommer 1937, als die Reichsärztekammer nach jungen Ärzten, die Parteimitglieder sind, sucht, die Sterilisationsgutachten überprüfen sollen, mit im Gespräch ist. Er wird mit offensichtlich vorgeschlagen. Stefan Gerber findet auch ein OP-Buch aus dieser Zeit. Die roten Buchstaben ST zeigen an Zwangssterilisation. Und das auch mit Wirz als Arzt. Eine junge Frau, die vom Erbgesundheitsgericht zur Sterilisation verurteilt worden ist und deren Einspruch auch abgewiesen worden ist, ist dann eben hier in der Frauenklinik in Jena, wo diese Eingriffe bei Frauen vorgenommen wurden, zwangssterilisiert worden. Das ist zum einen schreckliche Routine. Auf der anderen Seite kann man aber auch wirklich davon ausgehen, dass Wirz, und das zeigt ja auch seine spätere Tätigkeit, das auch bejaht hat, dass er diese Eingriffe auch für notwendig und richtig gehalten hat. Inzwischen hat Stefan Gerber die Informationen der Gedenkstätte Auschwitz zur Verfügung gestellt. Gerade 6 Jahre nach seiner Zeit in Jena ist Eduard Wirz der Chef von Josef Mengele und wird mit der höchsten Auszeichnung für Zivilisten, dem Kriegsverdienstkreuz erster Klasse mit Schwertern, geehrt. Der Historiker Stefan Hördler hat Wirz' Karriere nachgezeichnet. Ihr Höhepunkt, die Einweihung des SS-Lazaretts in Auschwitz. Fast alle führenden SS-Ärzte aus dem KZ-System reisen für diesen Tag an. Und was auch passiert im Rahmen dieser Visite in Auschwitz Anfang September 1944, ist, dass man sich eine sogenannte Vergasung in den Gaskammern in Auschwitz-Birkenau anschaut. Das gehört zum Begleitprogramm dieser Visite, und Eduard Wirz natürlich als leitender Arzt in Auschwitz führt seine Kollegen durch Birkenau und zeigt ihnen diese Vergasung. Nach dem Krieg gerät Wirz in britische Gefangenschaft, nimmt sich letztendlich das Leben. In vorhergehenden Vernehmungen behauptet er, sogar Menschen gerettet zu haben. Es ist sicher nicht überheblich, wenn ich heute ausspreche, dass es wohl mein Verdienst ist, wenn in Europa heute Juden überhaupt noch am Leben sind. All diese Äußerungen werden ja von Tätern vorgetragen und sind mit höchster Kritik natürlich auch auseinanderzunehmen. Das sind Konstruktionen von Tätern. Kurzum, bei Eduard Wirz ist ganz klar ersichtlich, er bleibt von 1942 bis 1945 in Auschwitz. Es ist die Phase, in der Hunderttausende von Menschen ermordet werden, unmittelbar nach ihrer Ankunft. Allein zwischen Mai und Juli 1944 über 325.000 Menschen. Auch die von Tätern oft vorgetragene Entschuldigung, man hätte das eigene Leben riskiert, hätte man sich dem System verweigert, ist falsch. Die Forschung hat sehr eindeutig herausgearbeitet, dass der sogenannte Befehlsnotstand ein absoluter Mythos gewesen ist. Es gibt genug Untersuchungen, die belegen, dass Angehörige von Wehrmacht, von Polizei, aber auch von SS, die sich geweigert haben, an Massenerschießungen teilzunehmen, keine Folgen für Leib und Leben zu befürchten hatten. Vielleicht war das nicht unbedingt karrierefördernd. Aber niemand wurde erschossen, weil er sich geweigert hat, an Massenerschießungen teilzunehmen.
Alma Rosé leitet das Frauenorchester in Birkenau ein knappes Jahr. Sie entgeht dadurch den Gaskammern, stirbt jedoch im April 1944 an einer Vergiftung, vermutlich ein Unfall. Ihr Onkel Eduard lebt Anfang der 40er Jahre noch immer in Weimar. Die Schikanen der Nationalsozialisten machen dem fast 80-Jährigen das Leben immer schwerer. Ende der 30er Jahre wird das Gauforum gebaut. Rosés Haus muss weichen. Er zieht um in die Marienstraße. Sein damaliger Vermieter, der Herr Wagner, nahm den inzwischen pensionierten Musiker mit und gab ihm hier eine Dachgeschosswohnung, wo er dann einige Jahre noch leben konnte. Und die Tochter dieses Herrn Wagner war sehr theateraffin, musikaffin und betreute den alten Herrn gerne, ging für ihn einkaufen und wurde ja dann auch, als Rosé verhaftet wurde, auch von der Gestapo verhört. Und sie hat das so ganz geschickt gemacht, dass sie da keine Schwierigkeiten bekam. Sie sagte ganz einfach, der Herr Rosé, dachte ich, das ist ein Protestant. Ich wusste ja nicht, dass er Jude ist. Eduard Rosé ist getaufter Christ. Für die Nationalsozialisten aber zählt er als Rassejude, muss daher bald den gelben Stern tragen. Das Symbol des Judensterns wird schon kurz nach der Machtergreifung diskriminierend verwendet. Am 1. April 1933 markieren SA- und SS-Einheiten damit jüdische Geschäfte, die von nun an boykottiert werden sollen. Ab September 1941 müssen dann die ca. 200.000 noch im Deutschen Reich lebenden Juden das Stück Stoff sichtbar auf der linken Brustseite und fest aufgenäht tragen. So schreibt es eine Polizeiverordnung vor. Eduard Rosé wähnt sich in einem Rechtsstaat, versucht, gegen die Verordnung vorzugehen und wendet sich am 17. September 1941 an den Polizeipräsidenten von Weimar. Wie aus beiliegenden Dokumenten ersichtlich, gehöre ich den größten Teil meines Daseins, also über ein halbes Jahrhundert, der evangelischen Kirche an, werde aber dennoch den Nicht-Ariern zugesellt. Durch das am 19. September in Kraft tretende neue Gesetz, einen gelben Stern als Kennzeichen der Judenzugehörigkeit sichtbar zu tragen, werde ich vor ein ungewöhnliches Dilemma gestellt. Ich bitte daher ganz ergebenst, mich gütigst davon entbinden zu wollen, den bewussten Stern zu tragen. Der Polizeipräsident leitet den Brief umgehend an die Gestapo weiter. Eduard Rosé wird verhaftet und kommt ins Gestapo-Hauptquartier. Dort gab es Zellen, die etwa Ausmaße einer Telefonzelle hatten. Und dort konnte man weder sitzen noch stehen noch hinlegen, schon gar nicht. Und die wurde auch zusätzlich beschallt mit Musik, um die Leute Schlafentzug und solche Sachen. Und in solch einer Zelle war er längere Zeit untergebracht gewesen. Schließlich wird er zu einer Geldstrafe verurteilt. Offiziell wegen Urkundenfälschung. Er habe seinen Brief nicht mit dem vorgeschriebenen Zweitnamen Israel unterzeichnet. Einige Monate später dann kommt der Deportationsbescheid nach Theresienstadt. Eine Reise, die der mittlerweile 82-Jährige nicht überlebt. Was bleibt, ist ein Stolperstein. Und die Erinnerung an einen herausragenden Musiker, der Eduard Rosé Zeit seines Lebens war.